Martin Edelmann, ja, erstmal hast du es unwahrscheinlich schwierig, Schwergewichtskämpfe zusammenzukriegen im Amateurbereich und im Profibereich. Und Martin ist halt einer von den Schwergewichtshoffnungen im Amateurbereich, die wir hier in der Region auch überhaupt haben. Ja, Martin hat ja nur Anfang diesen Jahres, um es genau zu sagen, im März internationalen deutschen Meister gemacht in Berlin. Ja, da musste er ja auch mehrmals boxen. Hat auch strategisch genau das gemacht, was ich ihm gesagt hatte als Trainer. Ja, das ist nicht einfach, ein Turnier zu boxen, weil man muss an mehreren Tagen mehrere Kämpfe absolvieren. Ja, ich bin mir sicher, dass er gewinnt. Der muss einfach gewinnen. Ja, der hat Druck. Druck von mir, Druck von uns allen, Druck vom Verein. Er muss es einfach schaffen. Ja, es wird kein einfacher Gegner werden, weil man hat gerade im Schwergewicht immer welche dabei. Die sind viel kleiner, die gehen ihm bis zur Nasenspitze. Dementsprechend voluminös der Körper. Ja, diesmal hat er jemanden, der fast so groß ist wie er, möchte ich sagen, und auch ordentlich hauen kann. Tja, müssen wir gucken. Lassen wir uns mal überraschen, was Martin daraus macht. Ein K.O.-Sieg wäre natürlich anzustreben. Ja, also der Gegner hat die Masse seiner Kämpfe im K1 bis jetzt bestritten, ist im Boxen relativ neu, aber nichtsdestotrotz nicht zu unterschätzen. Allerdings bin ich dieses Jahr erstmals auch richtig fit, nachdem ich lange Zeit verletzt war, und denke, dass ich den Kampf bestimmt gewinne. Ja, wie wirst du denn gewinnen? Was führt dich zum Sieg? Was macht dich besser? Ja, technisch bin ich stärker, ich bin schneller, ein Tick leichter, glaube ich, als mein Gegner, vielleicht auch ein Stück kleiner. Ja, Ziel ist ein K.O.-Sieg.